Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe eben schon im Titelbildschirm gesehen, dass der Flick da ist. Ich freue mich richtig, deswegen gehen wir jetzt auch ganz schnell ins Spiel rein. Der gabbelte da irgendwo rechts vor meinem Rathaus rum. Er war noch nie in meiner Stadt, aber jetzt ist er endlich da! Bei meinen 90 Vogelspinnen oder so. Ach genau, und heute kriegen wir auch unseren letzten Mitbewohner, den wir ja gestern angesprochen haben. Guten Abend, liebe Bewohner, es ist Dienstag. Das Neueste für heute. Jemand Neues ist auf die Insel gezogen. Er heißt Rudolf. Ach, es freut mich immer, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. Ja, und das war's auch schon für heute. Nicht so viel zu sagen, die Melinda. Heute ist übrigens noch später als sonst schon. Ich bin froh, dass ich heute zumindest noch mal in Animal Crossing reingeguckt habe. Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich überhaupt heute irgendwas aufnehmen möchte. Aber jetzt habe ich mich doch dazu gerungen. Aber es ist schon, wie ihr seht, nach 21 Uhr. Das heißt, meine Schneiderei hat zu. Heißt, ich kann da auch die Krone nicht bekommen. Aber wir schauen natürlich als erstes wieder. Ach du Kacke. In den Briefkasten. Danke Jay für alles Mögliche und danke René für das andere alles Mögliche. So viel Kram zum Auspacken, das ist ja fast wie Weihnachten hier. Okay, erstmal Quark-Shirt. Hatte ich das nicht neulich auch? Bei meinem Nook-Shopping? Ich fand's süß, aber hab's glaube ich nicht gekauft. Na gut, danke Jay dafür. Und wir haben hier noch ein Superheldenkostüm. Genau, das ist dieser Power Ranger. Dieses Power Ranger Outfit. Und noch eine Buchstütze von dem Lutz anscheinend bekommen. Guck mal, jetzt haben wir ein ganzes Power Ranger Outfit. Sehr gut. Das speichern wir uns gleich in unseren Stab ein. Power Ranger. Nice. Also, wir haben aber ja noch neues Zeug bekommen. Ich habe auch das Zimmer hier rechts mal angepasst. Und zwar ist das jetzt mein Bambus- und Kirschblütenraum. Toll, oder? Ich habe Bento auf dem Boden und eine Tatami-Matte und komischen Kram. Hier fehlt noch Musik. Schnell wieder rausgehen. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was uns der René geschickt hat. Eine Asienwand. Yeah. Finde ich auch nicht so schlecht. Bisschen sehr rustikal, wie ich finde. Ich bleib erstmal bei der Schiebetürwand. Aber kann man später bestimmt auch noch verwenden. Und ich wollte von ihm genau noch so eine Papierlaterne. Die können wir erstmal hier hin tun, weil die sieht auch so richtig japanisch aus und so cool. Ich mag die. Genau, aber jetzt erstmal zum Wichtigen vom Tage. Und zwar habe ich ja eben schon erzählt, dass der Flick da ist, beziehungsweise der Carlson. Und das ist der Dude, guck mal, unsere Blumenpflanze ist da. Der die ganzen Vogelspinnen kauft. Oder daraus coole Sachen macht. Ist hier oben auch was passiert? Wieso passiert? Doch da, eine gelbe Pflanze ist dazu gekommen. Geil, nicht das, was ich haben wollte, aber immerhin. Eine Kreuzung leider. Aber der Flick war eben zumindest im Bildschirm noch rechts von meinem Rathaus. Mal gucken, ob er immer noch da ist. Flick, hallo? Eben habe ich sie doch hier noch irgendwo gesehen. Wo sind sie denn jetzt hin? Oh, shit. Aber der verschwindet jetzt nicht irgendwie in der Nacht, oder? Das wäre nämlich richtig doof, wenn er jetzt einfach wieder weg ist. Wir können ja zumindest schon mal die ganzen Vogelspinnen vom Museum wegnehmen, damit die hier nicht mehr nerven. Ich werde sowieso ein paar Mal häufiger gehen müssen zu dem Flick, weil nicht alle Vogelspinnen in mein Inventar reinpassen. Da ist er doch. Hallo Flick. Du hast das geilste Design von allen. Allen. Sogar besser als meins. Oh, hallo. Bist du von hier? Mein Name ist Carlson. Carlson, wir kennen uns schon. Weißt du noch, damals auf Chris' Insel. Da habe ich dich doch schon mal angesprochen. Hey, ich bin sozusagen ein Käferkenner, ein Insekteninspektor, ja sogar ein Krabbeltierkünstler. Ob Tegulae oder Tracheen, ob Mandibellen oder Metatarsi. Alles noch nie gehört. Ich liebe alles an ihnen. Ich bereise die Inseln auf der Suche nach dem inspirierenden Insekt, das meiner Kunst aus ihrem Kokon hilft. Kein Beinchen soll meinem Pinsel entfleuchen. Ach, welch Glück, die Welt mit ihnen zu teilen. Falls du also mal ein Insekt findest, würdest du es mir wohl verkaufen. Ich zahle gut, solltest du wissen, kein Preis ist mir zu hoch für beide charmanten Chitin-Freunde. Chitin ist der Panzer, Leute. Das ist deren Außenskelett von Insekten. Infotainment, yay. Ferner bin ich auch nicht wählerisch. Jedes Insekt ist bei mir willkommen. Alles andere wäre auch ein Unding. Ach, und wenn du Interesse an meiner Kunst haben solltest, lass es mich wissen. Ich nehme Aufträge an. Klar, was denn für Aufträge? Was, heiliger Hirschkäfer? Du willst tatsächlich mehr wissen? Nun, ich betrachte das als meine Mission, die Schönheit der Insekten in alle Orte dieser Welt zu tragen. Ja, er kann halt aus drei Insekten so eine Art Puppe machen. Also er stopft dir dann mehr oder weniger aus. Aber für diese drei Objekte kriegt man dann leider keine Sternis, aber ich möchte trotzdem ein Modell haben. Welche willst du denn? Ja, hier, guck mal, ich habe drei Vogelspinnen. Was? Eine Vogelspinne? Kannst du dich von drei von diesen noblen Wesen trennen? Ich hüte sie gut. Aber sicher doch.
fress sie ruhig alle auf. Solange du mir eine ohne Eingeweide wieder zurückgibst, ist alles cool. Ja, endlich ein Auftrag. Ich meine, der Vertrag ist besiegelt, Sterblicher. Er ist so cool. Wahrlich, das Feuer der Kreativität brennt in meinen Fingern, als steckten sie in einem Ameisenhaufen. Sobald ich den Ruf der Muse Folge geleistet habe, sende ich dir Vogelspinne. Langt mir eine Vogelspinne, ist die Frage. Ich glaube, ich möchte zumindest zwei Vogelspinnen haben. Ach man, man kann seine Kunst nur einmal benutzen. Für jedes Mal, wenn er da ist, oder was? Und er schickt mir dann die Vogelspinne wahrscheinlich morgen per Post. Oh, das ist schade. Ich hätte gerne ein paar mehr Vogelspinnen, also zumindest zwei. Aber na gut, dann verkaufen wir den Rest. Der kauft jetzt auch den ganzen Tag an, oder? Jetzt habe ich Angst. Warte, er ist bis morgen 5 Uhr hier, also bis zum nächsten Tag tatsächlich. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wenn ich den jetzt meine Sachen gebe, dass er dann auch nur einmal ankauft. Ich mache mal kurz mein Inventar leer. Und nehme da so viele Vogelspinnen mit, wie geht. Ist ein bisschen schade um die gerade fertiggestellte Pyramide tatsächlich. Aber für Flick mache ich das gerne. So. Ganzes Inventar ist voll. Mal gucken, wie viel wir für eine Charge bekommen. Aber da ein paar Insekten für dich. Aber wirklich? Lass mal sehen. Also, nur so ein paar. Ich weiß nicht, ob du so viele gebrauchen kannst. Aber nimm dir so viele, wie du willst. 39 Vogelspinnen hätte ich für dich. Guck. Oh, ich glaube, ich trete ein Heupferd. Das ist ja ein ganzer Schwarm. Kann der Tag noch besser werden? Würdest du nicht mit sagen, wir 468.000 Sterne zufrieden geben? 39 mal 12.000. 468.000 Sternis. Na gut. Statt 8.000 pro Spinne. Dann nimm sie ruhig. Ach, tatsächlich? Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Aber dabei bleibst du nicht bei guter. So, alle Vogelspinnen weg. Richtig sad. Ich habe nicht mal mein zweites Inventar voll bekommen. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich wollte heute auch noch ein bisschen Terraforming betreiben. Und da wären diese ganzen Spinnen irgendwie sehr fehl am Platz. Ich habe jedenfalls noch ein paar Insekten für dich, meine armen Vogelspinnen. Die sind mir eigentlich schon sehr ans Herz gewachsen, ne? Ich wurde auch zu so einem kleinen Carlson auf jeden Fall. Aber hier, nimm auch noch diese 37 Vogelspinnen an dich. Nochmal 444.000. Hä, ich dachte, ich krieg mehr. Ich habe, glaube ich, falsch gerechnet. So habe ich ja nur 900.000 Sternis bekommen. Das ist ja lame. Aber ja, nimm alles. Sehr schön. 900.000 Sternis. Und ein Vogelspinnen-Modell, das wir morgen halt bekommen. Reicher. Da ist doch nicht so bad. Also Geld habe ich dann auf jeden Fall erstmal genug. Mal gucken, was der Nogladen hat. Deswegen wäre das eigentlich richtig geil gewesen, wenn heute die Schneiderei, wenn ich da wenigstens reingeguckt hätte, wenn da dann noch die Krone gewesen wäre. Aber naja, hier ist auf jeden Fall eine Tambourin, genau. Kaufe ich. Ich kaufe alles, was Musik macht. Euren ganzen Laden kann ich mir kaufen. Und in die Schneiderei können wir heute leider dann nicht rein. Und meine Idee war jetzt... Ach, guck mal. Mein Flughafen ist aber auf der rechten Seite. Da habe ich zum Beispiel auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, mein Flughafen wäre links. Warum auch immer. Ich habe mir natürlich im Vorfeld jetzt ein paar Gedanken gemacht, was ich überhaupt machen will. Erstens finde ich es immer noch doof, dass mein Museum einfach off-center ist von diesem Steg hier. Das heißt, da kann ich schon mal gar nichts machen. Ich wollte aber auf jeden Fall hinter dem Museum, ziemlich mittig, aber jetzt ist das halt so rechts, ich wollte dahinter einen Kanal machen und quasi eine eigene Insel erschaffen, mehr oder weniger, wo dann mein Haus raufkommt. Ein bisschen schlossmäßig, auch mit so einem Burggraben und so. Boah, aber keine Ahnung, ob ich das hinbekomme und überhaupt. Ich kaufe jetzt erstmal die ganzen Sachen auf jeden Fall, die ich fürs Terraforming brauche. Ich habe ja zum Glück richtig viele Meilen, 38.000. Mal gucken, wie viel ich habe, nachdem ich alles gekauft habe. 28.300 Meilen hat das alles gekostet. Ach du Kacke, ist das teuer. Und vor allem nach jeder Lizenz, die man gekauft hat, hat er sich erstmal so blöd gefreut. Das hat übelst lang gerade gedauert. Aber wenigstens klatschen Melinda und Nook die ganze Zeit. Das ist wenigstens süß. Ich hab doch mehr Geld, als ich dachte. Einmal können wir das ruhig abbezahlen hier. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, 1 Million sollte auch noch lang für ein paar Brücken und so. Oder nicht? Ich hoffe schon. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Geld für die Krone, glaube ich. Weil die 1,2 Millionen kostet oder so. Naja, Haus ist auf jeden Fall abbezahlt. Nook macht das schon, oder? Die nächste Verbesserung wäre ein Obergeschoss. Cool, mach das ruhig. Ja, 1,25 Millionen Sternis. Klar, kann ich mir nicht mehr leisten. Aber ja, mach gerne. Das wird ewig lange dauern.
Oh, Dave, wir müssen noch eine Woche warten. Ich muss mehr Rüben kaufen. Okay, also dann haben wir morgen auch ein Obergeschoss. Cool, cool. Noch irgendwas anderes außer Kartons? 4 Kartons und Eisenerz. Eisenerz habe ich mit. Die Kartons kannst du behalten. Ah, da sind bestimmt Kartons drin von den ganzen Einzügen. Das wird Sinn ergeben. Und apropos Einzüge, eine Sache müssen wir natürlich auch noch machen. Nämlich die Aki begrüßen. Nee, nicht die Aki, aber zu Aki können wir auch gehen. Ich meine natürlich den Rudolf. Oh, Aki ist nicht zu Hause. Ich hätte gern gewusst, wie Aki sich eingerichtet hat, weil das ist ja so ein japanischer Hase. Aber hier, der Rudolf wohnt hier unten irgendwo, ne? Da wohnt der Rudolf. Wie hat sich denn der Rudolf hier eingerichtet? Noch gar nicht wahrscheinlich, weil der heute erst dazugezogen ist. Aber wir können ja mal Hallo sagen. Guten Tag, Rudolf. Ist wohl eher ein Heavy Metaler, wenn ich so den Boden sehe. Wie geht's? Wie steht's? Hey, Gizzy. Ich bin gerade hergezogen. Wir sehen uns dann morgen. Okay, bis morgen, Rudolf. Immerhin mal Hallo gesagt. Da haben wir 3 fucking Eichhörnchen. Na Gütchen, dann wagen wir uns mal ans Terraforming ran. Ich habe wirklich ultra Angst davor. Wie ging denn das nochmal? Man musste in sein Handy gehen, Inseldesigner. Okay, so, jetzt haben wir einen schönen Helm auf. Und was können wir denn jetzt eigentlich genau machen? Wir können verschiedene Pfade errichten oder Wege. Man kann auch ein eigenes Design reinpacken. Okay, let's try something. Ich habe mir natürlich schon einen Plan gemacht. Die Sache mit dem fucking Bauarbeiter-Kit hier oder mit dem Terraforming ist halt, man hat jetzt so viele Möglichkeiten, dass man sich gar nicht traut, irgendwas zu machen. Also so war das wenigstens bei mir. Voll viele freuen sich da natürlich auch voll drauf. Aber bei mir war das so, ich traue mich jetzt aber gar nichts. Wir fangen mal mit so einem ganz schnöden Holzpfad an. Da, hier. Nee? Man kann den erst da hinten hin machen? Nee, okay. Dachte schon. Aber das ist jetzt trotzdem so ein hässlicher grüner Weg. Alles klar, so, hier ein paar Holzwege. Weil Holz zu Holz ist bestimmt ganz geil. Ah, aber man kann die Dinger auf jeden Fall einfach übermalen, wenn man das will. Dann kleistern wir das hier jetzt einfach überall erstmal hin. Kann man denn auf dem Kleisterzeug auch Sachen raufpacken? Ah ja, das geht. Okay, das ist immerhin ganz gut. Oh, also theoretisch müsste ich jetzt die ganze Wall hier wieder abbauen. Darunter dann meinen Kack hier hinpacken und dann die Wall da wieder drauf platzieren. Dafür brauchte ich jetzt eine Viertelstunde. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Weg hingebaut. Den kann man jetzt begehen. Und unter all diesen Mauerdingern habe ich noch ein bisschen Stein gemacht. Das sieht jetzt natürlich auch komisch aus. Aber das braucht ja irgendein Fundament. Das kann ja nicht einfach auf dem Rasen stehen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das hier nicht abschließt mit den einzelnen Mustern vom Rathaus. Aber hier könnte man jetzt zum Beispiel weitermachen, dass man hier jetzt so einen Weg weiterhin baut, etc. Aber wir machen jetzt erstmal was anderes. Ach man, damit das so funktioniert, wie ich das wollen würde, müsste dieser ganze Fluss hier nach rechts, hier in die Mitte von dem Rathaus. Aber dann ist das Museum auch wieder im Weg. Ich kann euch ja mal sagen, was ich vorhatte. Also hier dieses Rathaus halt, dass das so im Mittelpunkt ist. Ich dachte halt, das wäre bei mir viel weiter links, aber ist es einfach nicht. Wenn man das dann irgendwann nochmal umändern kann, dann muss ich meine ganze City halt nochmal abändern. Aber ich wollte hier hinter, jetzt da, wo ich gerade stehe, so einen Flusslauf machen, der gerade nach oben geht. Links und rechts kann man dann halt davon laufen. Und am Ende dieses Flusslaufes, dann irgendwie halt hier so oder was, stände dann mein Haus auf einer großen Insel, die im besten Falle noch auf einem Plateau steht. Oder wir machen das irgendwie so, dass der Weg erst nach links geht. Irgendwie in der Mitte der Insel. Und von da aus dann nach oben und von hier aus beginnt das dann halt alles. Die Brücke steht hier eigentlich schon ganz gut. Die ist ja eigentlich schon sehr mittig. Also eigentlich müsste ich dann halt hier so ein Viereck rausschneiden. Dann schauen wir mal, wie funktioniert denn diese Gewässerlizenz? Zack, zack. Ah ja, da schubst man dann... Oh Gott. Da macht man dann den ganzen Kack hier weg. Oh, I don't like this. I don't like this at all. Wie, der Baum ist zu nah. Ja, toll. Und dann macht man das hier alles kaputt. Ich will das hier unten kaputt machen. Das müsste doch gehen. Du doofer Baum. Okay, dann halt hier so. Oh, ich habe richtig Angst davor, dass ich hier jetzt einfach... Ich kann meine ganze Insel einfach kaputt machen. Ich fand die bisher eigentlich ganz schön. Aber wenn man jetzt dieses Terraforming hat, dann muss man das ja eigentlich auch nutzen, nicht wahr? Dann würde ich mir hier einfach so ein Quadrat machen. Erstmal. Wir können die Form ja später noch ändern. Aber hier wird dann so ein Quadrat sein, wo mein Haus dann quasi drauf ist. Meine eigene Insel. Nicole hat gemeint, mach einfach mal. Kannst es ja am Ende immer wieder... wieder verändern. Das wird den Leuten hier sowieso wieder nicht gefallen. Ich kenne euch doch, ich kenne euch doch.
Können wir eigentlich Flick einfach auf einer einsamen Insel einsperren? Wenn ich jetzt rund um ihn rum... Warte mal. So, Flick kommt hier nie wieder weg. Richtig nett von mir. Oh, man kann sogar über so ein großes Ding hier rüber hüpfen. Alter, wir sind richtig sportlich. Tja, Flick, du gehörst jetzt mir. Du gehst nie wieder auf eine andere Insel, ist das klar? Nie wieder! Flick gehört jetzt für immer mir. Also an alle Spieler, die schon mal Flick auf ihrer Insel haben wollten. Sorry, aber ihr habt zu lange gewartet, dass er bei mir irgendwann ist. Jetzt lasse ich ihn nie wieder von meiner Insel gehen. Huch, was macht er da? Er ist in Angriffsstellung und... Das wäre dann meine Insel. Und eventuell erhöhe ich die dann einfach noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss mal hier die ganzen Bäume rauszupfen. Sorry, Pfirsichbaum. Sorry, Kirschbaum. Sorry, anderer Pfirsichbaum. Puh, okay. Und dann sollen hier halt... Nee, nicht Gewässer. Ich möchte ein Plateau errichten. Dann soll das hier nämlich alles einfach auf einer höheren Ebene sein. Geht das einfach so? Ah ja. Das wird ja ewig dauern. Und sieht bestimmt auch richtig merkwürdig aus am Ende. Aber ich bin ja schon froh, dass man für dieses Terraforming nicht irgendwie Erde oder sowas sammeln müsste. Wie man das zum Beispiel bei Minecraft hätte machen tun müssen. Das wäre ja noch nerviger. Weil für jedes Stück, das man hier einpflanzt quasi, wenn man da überall Sachen sammeln müsste für... Holy crap. Hätte aber zu Minecraft gepasst, oder? Ist ja nun mal irgendwie so ein Grind-Spiel, wo man sehr viel einsammeln muss und sehr viel repetitives Sachenzeug machen muss. Aber ich mag es trotzdem. Das sieht jetzt halt ultra weird aus. Also man kommt hier so rüber und dann muss man da halt irgendwie so eine Erhöhung hinpacken. Eventuell sogar zwei. Also meine Idee war, dass hier erstmal Wasser hinkommt. Aber geradeaus. Dann kommen hier zwei Brücken hin, links und rechts. Und in der Mitte dann halt ein Weg nach oben. Ich glaube aber ein Plateau langt auf jeden Fall. Aber hier muss jetzt halt eine Treppe oder sowas hin. Oh Gott, das wird alles so eklig aussehen. Vielleicht wenn man die Treppe auf den Seiten noch einkesselt, dann sieht das vielleicht besser aus. Halt irgendwie so. Und in die Mitte da kommt dann halt eine Treppe hin. Hier. Das sollte ja auch gehen. Da sollte er nicht meckern, dass an den Seiten irgendwas doof ist. Ich pack da mal so einen Aufzug hin. Und dann muss mein Haus da halt auch irgendwie hin. Wird wahrscheinlich heute nicht gehen, weil ich gerade anbaue. Und dann darf ich auch meinen ganzen Garten wieder neu machen. Oh, da freue ich mich ja mega drauf. Hey, Nook, guck mal, ich habe schon den Bauarbeiterhut auf. Hast du dir gerade Pornos von KK angesehen? Ich hab's genau gesehen. Meint ihr, man kann so viele Brücken und Aufgänge bauen, wie man will? Wir müssen natürlich was nehmen, was dann zu unserem Häuschen passt. Und so ein Hangpfad passt auf gar keinen Fall dazu. Muss schon irgendwas luxuriöseres sein. Diese Stahlträger finde ich halt wirklich ultra hässlich. Keine Ahnung, was ihr denkt darüber, aber ich finde die ultra hässlich, deswegen werde ich die auch nicht nehmen. Entweder eine Backsteintreppe oder eine ganz normale Steintreppe. Wir haben keinen Platz für Aufgang. Cool. Okay, nur Platz im Inventar haben wir keins. Ich dachte gerade schon, ich darf wirklich nur zwei Aufgänge auf meiner Insel bauen. Das wäre ja richtig schrecklich gewesen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Dass das aber auch so passt. Ich hab gar nicht nachgezählt, dass es überhaupt eine Mitte gibt. Da habe ich gerade ein bisschen Glück. Mal sehen, wie es aussieht. Aber eine andere Möglichkeit habe ich ja sowieso nicht. Wenn nicht, kann man die später noch umplatzieren? Oh Mann, ey. Warum ist das so schwer? Habe ich da genug Platz? Ich muss erstmal nochmal überlegen. Dann läuft man da so hoch. Und hier steht dann mein Zuhause. Oh, das ist aber... Ey, Flick ist abgehauen. Mein Haus passt hier gar nicht richtig hin. Ich brauche mehr Platz, Leute. Aber nach hinten hin können wir natürlich immer weiter vergrößern. Diese Position aber wirklich so gut ist. Da sind wir relativ mittig auf jeden Fall von der ganzen Insel. Eigentlich müsste das alles ein bisschen weiter nach links oben platziert werden, damit wir wirklich richtig mittig sind. Oh boy, ich hoffe, man kann später diese Treppen und so alle noch woanders hin platzieren, wie man will, ohne dass das irgendwas kostet. Oh, man kann Brücken und so nicht die Position ändern. Das ist ja super dumm. Ich habe gerade überlegt, ob ich diese Brücke jetzt schon abbezahle, aber ich glaube, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und warte auch auf euer Feedback, wie das alles ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch überhaupt schon irgendwas darunter vorstellen könnt, was ich überhaupt machen will. Ich bin sehr, sehr unschlüssig. Ich glaube, ich muss da wirklich streamen und dann könnt ihr mich da alle beleidigen. Ach, guck mal, das sieht doch auch schon mal besser aus. Wenn zumindest die Ecken nicht alle so ganz eckig sind. Ja, doch, das sieht doch schon gleich tausendmal besser aus.
dann kommt da die Treppe hin und da oben irgendwann mein Haus. Jetzt kommen wir halt gar nicht zum Laden und so. Da werde ich hier noch viel verändern müssen. Wahrscheinlich wird der Fluss da links dann auch abgeschnitten werden. Mein ganzes Haus wird dann hier halt umverfrachtet nach da oben. Und dann müsste man halt an meinem Haus vorbeilaufen. Hier so. Hier, wenn ich das hier alles auffülle, kann man da easy peasy rübergehen. Was passiert dann eigentlich mit dem Fluss? Bleibt der trotzdem da? Achso, ja. Warum auch nicht? Macht ja nur Sinn. Ja, dann geht man hier halt dran vorbei, um in die City reinzukommen. I don't know, to be honest. Und Nooks Laden steht nicht ganz mittig. Beziehungsweise er steht mittig zu meiner Map. Oh, wir haben ja sogar so ein Grid. Das sehe ich ja jetzt erst. Man hat so ein Map-Grid. Steht mein Haus doch eigentlich ganz gut. Das müsste alles ein ganz kleines Stückchen weiter nach links. Sodass mein Haus dann exakt in der Mitte ist. Also seht ihr das auf der Map? Jetzt, wo ich stehe und dann ein ganz kleines bisschen weiter unten. So, also genau hier. Wenn genau hier mein Häuschen stände, wäre das doch vielleicht gar nicht so scheiße. Dann wäre ich genau in der Mitte. Hinten wäre dann die Einkaufsstraße trotzdem noch und alles drumherum kann man dann halt bauen. Und ich hoffe, man kann dann später noch irgendwann das Rathaus umsetzen. Ich hoffe, die patchen das. Aber werden sie hundertprozentig, oder? Ja, ja, werden sie. Tja, dann müsste ich das Plateau alles ein bisschen weiter nach links hier packen. Aber so erstmal der Plan. So, ich habe jetzt 1,5 Stunden aufgenommen. Das wird garantiert wieder nur ein 20-Minuten-Part, wenn überhaupt. Ja, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich bin mir sehr, sehr unschlüssig. Merkt man vielleicht auch. Ja, dann bis morgen oder so. Ich werde sowas von nicht schlafen können. Ich werde hier garantiert auch bis morgen noch was ändern. Egal. Tschüss.